So, hallo Leute und herzlich willkommen zu weiterem Part von Mario Smash Football. Ja, mal schauen, ob wir das überhaupt schaffen, diesen Sternpokal. Denn wir machen den jetzt in diesem Part. Wir hoffen aber, dass wir es jetzt wenigstens packen. Wir machen natürlich keine Spezialtreffer mehr ein, weil es scheiße ist. Und wir spielen jetzt dieses Mal mit DK. Ja, ich weiß, dass ich es irgendwie auf der nach der Reihe mache, aber jetzt noch Tort dazu. Der war ja auch bei Mario Tennis zusammen mit Tort. Das war ziemlich geil. So, weiter geht's. Ich hoffe so sehr, dass wir jetzt wenigstens diesen Pokal gewinnen. Ist eigentlich scheißegal, ob man den gewinnt oder nicht. Aber ich will den unbedingt gewinnen. Komm. Ich werde den scheiß Pokal gewinnen, Alter. Ich bin so scheiße. Ich hab mich blamiert im Blumenpokal. Ich weiß, Freunde. Ich hab's kapiert. Ich meine, ich fühle mich selber jetzt schlecht dadurch, dass ich verloren habe. Aber was willst du machen jetzt? Kannst ja nicht mehr nachholen. Ich will jetzt euch auch nicht verumdrehen und ganz jetzt sagen, ja, ich nehme neu auf oder sowas. Ich will es euch auch natürlich auch zeigen, dass ich verloren habe. Völlig zu Recht, also das hat man verdient und genau perfekt, Donkey Kong. Geil gemacht. Oh, ich liebe dich dafür. Ich liebe dich dafür. Obwohl er mit Händen spielt, trotzdem fickt er jeden Ecke. Oh, ich liebe dich dafür für dieses Tor. Oh, ich liebe dich dafür, Bruder. Mit DK kannst du es spielen. Mit DK kann ich spielen, also das ist sehr gut. Mit Mario kannst du eigentlich auch spielen, aber mit Daisy konnte ich nicht wirklich umgehen. Denke ich mal. Mit Birdo auch nicht so. Mit Torz und Hammerbruder kann ich sehr gut umgehen. Muss ich einfach so sagen. So, mit Birdo und Daisy, das weiß ich nicht. Es müsste aber passen eigentlich, die Combo. So, lass mich in Ruhe. So, komm DK, mach Bruder, mach Bruder. Ich glaub an dich. Ach Gott. Naja. Hast halt kein Tor geschossen, ist scheißegal. So, komm Bruder, Bruder. Ach Gott. Naja, trotzdem bist du Ficker, ey. Du bist trotzdem Ficker. Fix weg. Aber der DK, der ist aber wenigstens dafür, der ist, was für wenigstens, Alter, was laber ich da? Er ist dafür aber langsamer, das muss man einfach so sagen. Dafür hat er aber einen härteren Schuss drauf. Leck mich am Hoden. Aber die Tor sind dafür sauschnell. Deswegen ist es eine gute Kombo einfach. Oh, gut. Verpiss dich, hab ich gesagt. Bam, Alter. Nee, das sollte kein Lupfer sein. Naja, dann habe ich halt einen Lupfer gemacht jetzt. Scheißegal, leck mich. So, komm, Bruder. Schieß noch ein Tor. Oh, geil. So ein Traumtor. Bam, Alter. Stabile Leistung, ey. DK, du machst schon stabile Leistungen. Ich liebe dich dafür, ey. Verpiss dich. Verpiss dich, hab ich gesagt. Verpiss dich. So, stabiler Torwart. Bam. So, jetzt erstmal schönes Tor. Ach Gott, ich hätte es fast geschafft, noch ein Tor zu schießen. Aber naja. Der war betäubt, habt ihr gesehen, ne? Gut, 1:0 gewonnen. Damit bin ich sofort zufrieden. Danke, Donkey Kong. Du kannst Fußball spielen. Du bist super. Oh yeah. Geil. Der Höhepunkt schauen wir natürlich an. So. Ist alles von mir eigentlich. Nur kein Tor ist von denen. Naja, egal. Scheiß auf diese Höhepunkte. Ich könnte das diese Matches sowieso schon sehen. Ich denke mal, die sind eigentlich unnötig. Die nerven meinen nur. Ich habe sie euch schon oft genug gezeigt. Ich will aber nicht. Ich denke nicht, dass ich das öfters mache, diese Blenden. So, mit DK, Brudi. Er fickt dich. Okay, der hat auch 3 Punkte. Ist es das Geile daran, dass man, wenn man Gleichstand hat, der Erste bleibt, weil man ein Spieler ist und kein Computer. Das ist das ziemlich Nette an diesem Spiel. Ansonsten, bei anderen Spielen hättet ihr gesehen, wenn man dieselbe Punktzahl hat, dass man unter diesen Leuten ist. So, die Animation kennt ihr mit den Leuten schon. Okay, mit Dicky kennt ihr es vielleicht noch nicht, aber ist eine scheiß Latte. Völlig Latte. Komm, Bruder. Schieß Tor. Komm, ich wünschte, ich schieße jetzt ein Tor. Komm, DK, Bruder, ich vertraue dir. Oh, bam! Oh, yeah! Geil, Tort! Ach, stabil, Junge. Oh, yeah, geile. Geile Toranimation, muss man so sagen, ne? Oh, komm, zeig ihm mal das. Bam, Alter, Brudi. Oh, geiler Fallrückzieher, muss man einfach so sagen. Oh, schön ins Tor. So, das war's erstmal mit dieser Rückblende. Mal schauen, wie wir uns jetzt anstellen werden. Ich bin echt aggressiv geworden wegen diesem Blumenpokal, weil ich den so verkackt habe. Aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's super.
Einige Sache wollte ich euch noch sagen. Was laber ich da? Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Auf jeden Fall, ich nehme das, glaube ich, in heute ein ganzes Let's Play auf. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Let's Play heute aufnehme. Das könnte sein. Oder ich nehme es halt in 2 Tagen auf. Am Morgen habe ich ja nicht keine Zeit. Deswegen nehme ich auch so viel auf. Weil ich keine Zeit habe morgen. Das ist ja das Problem. Es ist einfach keine Zeit da. Und ich liebe das Spiel einfach so sehr. Das ist so ein geiles Spiel. Das kann ich euch alle empfehlen. Ich liebe das Game so sehr, ey. Das muss ich einfach so sagen. Das ist einer meiner Lieblingsspiele schon. Ganz seit gewesen, seit meiner Kindheit schon. Ich habe es ja schon öfter gespielt. Also nicht sagen, ja, bla bla bla, ihr kennt es von bla bla bla. Ich habe schon öfters gespielt als Kind. Ich habe es mit Freunden öfters gespielt. Ich war immer der Beste zwar. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, muss man so sagen. Ich habe auch manchmal verloren, ist klar. Ein Typ kann nicht immer gewinnen. Ist auch klar. Aber meistens habe ich halt gewonnen. Ich war halt einfach gut in diesem Spiel. Auch weil ich so viel, weil ich das so oft gespielt habe. Aber in letzter Zeit habe ich kaum das Spiel gespielt und deswegen bin ich auch nicht mehr so gut. Ich denke mal, das ist logisch. Aber mein Skill ist noch ein bisschen noch da. Das seht ihr doch. Es geht eigentlich. Ich verliere gegen Profi, aber ansonsten ist es eigentlich voll okay. Finde ich. Oder dafür, dass ich 4 Jahre vielleicht nicht mehr das Spiel gespielt habe. Muss man schon so sagen, dass es ein gutes Skill ist, den ich noch hier habe. So, bam, Alter. Nee, ich will noch ein Tor schießen. Nee, wobei, wir haben sowieso schon gewonnen. Kannst aber trotzdem ein Tor... Nee, wir haben gewonnen. Nichts mehr machen. Bla, bla, bla. So, wieder haben wir gewonnen, Alter. Geil. Ich freue mich immer, wenn wir gewinnen, ey. Donkey Kong gewinnt. Yeah, jetzt freut er sich. Geil. So, da ist der Höhepunkt. Naja, bringt nichts. Ist unnötig. Okay, wir haben schon 2 Siege von 2 Spielen. Perfekt, jetzt Peach vs. Donkey Kong. Peach ist letzter, 2-mal verloren. Dann hol mal deine dritte. Ich bin eigentlich so gewohnt, dass ich immer verliere gegen solche Lappen. Also immer gegen die letzten verliere ich immer. Das weiß ich nicht, warum das so ist. Aber ich hoffe mal, das wird ihre dritte Niederlage. Ich hoffe es so sehr, dass ich jetzt gewinne. Naja, schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal die Animation an. Das sind 2 neue Spieler und ich würde die auch mal gerne sehen. Das interessiert mich. Okay, ist eigentlich interessiert. Ich bin nur wegen Peach, weil ihr geiler Arsch da ist. Oh, oh, oh. Was macht die denn? Lol. Geiler Arsch. Muss man einfach so sagen, ne? So. Was sagt B gegen Peach? Ach, lack mal am Hoden. So, fick dich, du Hoden. Nee, geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. So, Peach ist hier. Okay, Peach sieht man nicht mal. Ah, oh, ich hätte fast ein Tor. Hat sowas von ein Tor gehabt. Peach unterscheidet sich eigentlich gar nicht zwischen den Torts eigentlich kaum. Finde ich. Also, die sieht ähnlich aus, muss man schon so sagen. So, fick dich, ey. Fick dich. Das ist das erste Tor von dir. Nee, zum Glück nicht. So, DK Bach. Oh, stabil, Junge. Oh, ich love you, ey. Alter, jawohl. Stabiler Junge. So, Alter, ich liebe ihn dafür schon wieder. Ach, ich liebe dich, Donkey, ey. So, mach noch. Oh, das war knapp. Das hätte noch ein Tor sein können, aber naja. Wir gewinnen immer 1-0 oder so. Das ist nicht wirklich gut, aber ich schäme mich auch gar nicht mehr an nach 1-0, deswegen. Jawohl! 2-0. Oh, stabil, Junge. Ich würd gerne mal das Tor sehen. Wie war denn das Tor? Hat er ein Eigentor gemacht? Nein, es war kein Eigentor. Okay. Glaube ich jetzt zumindest. Oh, pass auf. Naja, muss man jetzt sowieso nicht mehr so gut aufpassen. Leck mich, du Hoden. Kriegst du erstmal kein Tor hin, du Bitch. So. Oh, 3-0, ey. Hattrick. Motherfucking Hattrick, ey. Zeig mir das Tor. Okay, das war, glaube ich, eh nicht so gut. Es war einfach nur so ein kleiner... es war nur so ein kleiner normaler Schuss von der Mitte. Das war aber schon ein geiles Tor, muss man schon so sagen. Aber zwar nichts Besonderes bei diesem Spiel, aber... ist geil. Wenn ich... Nein. Oh, das war ein schlechter... schlechter Schuss. Alter, wir gewinnen jetzt zum ersten Mal 3-0. Unbedingt gegen die letzte. Das ist mal geil. Komm. Leck mir am Hoden. So, fick dich, ey. Komm, ey. Leck mich am Boden.
So. Asahbi. Ich ging eh kein Tor mehr hin, aber ich versuche jetzt mal 4:0 zu schaffen. Glaube ich aber eh nicht. Aber es könnte sein, es könnte alles sein. Nix ist unmöglich. Toyota. Ich schaffe sowieso kein Tor mehr. Egal, wir können eigentlich nichts mehr spielen, aber ich will trotzdem spielen. Wir können eigentlich schon längst aufhören zu spielen und wir würden trotzdem noch gewinnen. Aber ich bin jetzt nicht so ein Angeber. So, DK, Bruder. Jawohl, jetzt freut er sich schon wieder. Ich liebe DK dafür. 3:0. War das 1:0? Oder das war das 2:0? Nee. Das war das 3:0, glaube ich. Genau. Der dritte Höhepunkt war das dann das 2:0. Das war das 1:0. Das war ein ziemlich geiles Tor, muss man schon so sagen. So. Da gibt es noch 4 Spiele ungefähr. Die wir natürlich gewinnen können. So, Mario hat auch noch 3 gewonnen. Okay, wenn wir gegen den jetzt gewinnen, dann sind wir die Ersten. Und der ist dann Platz, was weiß ich. Alle 9 Punkte sind schon gut. Kann man nichts sagen. Aber wir wollen natürlich ihn überholen. Wir wollen ja den Pokal, nicht der Fettsack. Okay, wir sind eigentlich der Fettere. Aber wir wollen natürlich nicht, dass es der Mario bekommt, den Pokal. Wir wollen ihn selber gewinnen. Nachdem wir so gut gespielt haben. Mit DK, Bruder. Och, leck mich doch Hoden! Oh Gott. Aber seit wann spielt Mario mit Torts? Mit Koopas. Das sind doch seine Feinde, die er immer zerschmettert. Dieser geldgeile Bastard. Ach, oh, ich dachte, das wäre ein Typ von mir. Gut, das erkennt man sowieso, ob es ein Typ von mir ist oder nicht. So, komm, Bruder. Oh, stabil, Junge. DK, du bist der Beste, ey. Ich feiere dich so gerade, ey. Ach, du bist stabil, ey. Ach, kein Wunder, dass ich Donkey Kong so liebe. Und vor allem die DK-Reihen, ey. Die Spiele sind auch richtig geil, muss man schon so sagen. Ach, nee. Fettsack am Werk. Und damit meine ich nicht dich, DK. Überhaupt nicht, Bruder. I love you, baby. Oh, Mann. Fuck you, Bitch. Fuck you, Bitch. Verpiss dich. Verpiss dich. Ach, nee. Lass es sein. Okay, Bowser kann es ruhig weitermachen. Aber nicht hier, bitte. Nicht hier. Oh, geil. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich habe ganze Zeit auf Bowser geachtet. Naja, dann haben wir halt einen Tor geschossen. Ich will mal ganz genau sehen. Genau, wir haben danach schnell geflankt. Perfekt, Brudis. So. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so gut in diesem Spiel. Deswegen kann ich nicht alles wieder sehen. Deswegen kann ich auch nicht mehr so gut darauf achten. Und 2:0 gegen Mario, das ist nicht mal so schlecht. Das finde ich gut. So. Also ich bin sehr happy, dass wir jetzt so gut spielen. Vor allem mit DK. Also mit DK kannst du immer spielen. Der ist gut. Ich feiere den Typen. Der ist cool. Donkey Kong, I love you, baby. Ach nee. Das war schlecht. Aber naja, wir haben immer noch 2:0. Das ist sehr gut. So, das ist mein skilliger Part. Den finde ich richtig skillig. Aber den habe ich auch verdient. Ey, komm. Ich habe es verdient eigentlich. Ich spiele ja wirklich gut, muss man schon so sagen. So, bam, mal. Jawoll, 3:0, Alter. Donkey Kong, Alter, du bist so geil. Oh, ich bekomme Ständer von dir. Nee, bekomme ich nicht. Okay, zweites Tor von DK sogar. Stabil, Junge, du hast bald einen Hattrick. Komm, Bruder. Kriegst du noch einen Hattrick? Ich bin mir sicher, dass Donkey Kong einen Hattrick bekommt. Okay, jetzt nicht mehr. Wobei. Nee. Kannst du vergessen. So, schön gewonnen. 3:0 schon wieder. Geil, Mann. Bezwungen heute Mario. So, da freut er sich schon wieder. Geil, Mann. Du hast es verdient zu freuen, ey. I love you, baby. So, das war, glaube ich, das vierte Spiel, ne? Das heißt, wir haben schon 12 Punkte. Das ist ja ziemlich geil. Mario bekommt natürlich 0 Punkte, weil er verloren hat. Unentschieden ist immer 1 Punkt. Und Sieg ist immer 3 Punkte. Das ist so geil. So, Wario hat jetzt am meisten Punkte. Aber wir müssen jetzt erstmal gegen Yoshi spielen. Yoshi hat 2 Niederlagen. Alles klar. Okay, gut. Wir haben ungefähr die doppelte von seinen Punktzahl. Von seinen Punkten her. Was laber ich da für eine Scheiße? Okay. Perfekt. Wir haben auch 0 verloren bis jetzt. Also mit DK bin ich wirklich gut.
So, komm, Bruder. Bam. Leck mich den Hoden. So, komm, mach einen scheiß Flanken. Okay, gut, wir haben zwar noch nichts, kein Tor geschossen bis jetzt, immer noch nicht. Aber das auch, hat auch erst gerade angefangen. So, bam, bam, Alter. Ich liebe dich. Oh, la, la. Da, da, da. So, schön, dass wir eine Bombe auf diesen fetten Yoshi schmeißen. Gut. So, komm, DK. Buddha! I love you, baby. Komm! Ach, scheiße. Aber trotzdem war es ein gutes Tor. Wäre es gewesen. Ach, leck mich. So, warte mal, mein scheiß Haar juckt. Mein Haar juckt, Alter! Mein Kopf eher. Ach, leck mich, du Hoden. So, mach. Ich werde natürlich kein Golden Goal für diese Wichser machen. Keine Lust darauf, dass sie ein Golden Goal bekommen. So. Ach, Sachbi, fick dich, Mann. Du Spasti. Ach, leck mich. Nee, Mann. Nee, Mann. So, leck mich, Alter. Komm. Bam. So, schön, dass wir Flanke auf diesen Tor und bam, Tor. Nee. Scheiße, das ist nicht mehr viel zu spielen. Buddy, es ist nicht mehr viel zu spielen. Komm jetzt. Donkey Kong, ich vertraue dir. Ich hab dir vertraut. Scheiße. Oh Gott. Bin ich scheiße, ey. Was ist denn los jetzt? Was ist denn jetzt los? DK, ich vertraue dir immer noch, Bruder. Ich bin mir sicher, dass du noch ein Tor schießen wirst. Oh Gott. Ich bin echt zu sicher, ey. Jetzt ist es scheiße. Jetzt ist es ein Fuckgefühl. Wenn man jetzt auf einmal verlieren müsste. So. Oh, komm, Alter. Oh yeah! Geil, noch in der letzten Sekunde ungefähr. Oh, ich liebe dich, Tort. Ich liebe dich, Bruder. Ich sag's mal einen schönen Kuss. So, schön getrödelt und gewonnen. 1:0. Zwar ein knapper Sieg, aber ich denke mal, das ist ganz okay. Sieg ist Sieg. Scheißegal, wie hoch man gewinnt. Das war auch sehr knapp, dieses Match. Muss man einfach so sagen. So, perfekt. Dicke siegt 1:0. Dritter Höhepunkt. Bam, ey. So, wir wollen die Höhepunkte nicht sehen. Weil sie einfach immer dasselbe sind. Okay, ist nicht immer dasselbe. Aber das sieht man sowieso im Spiel. Und ich finde es nicht wirklich spannend. So, Wario ist ziemlich gut in der Rangliste. Mario jetzt nie, leider nicht mehr. Dank nach seitdem seine Niederlage. Aber Wario ist ziemlich besser. Und wenn wir Wario jetzt ficken, dann hat keiner eine Chance gegen uns. Dann haben wir den Pokal eigentlich sicher. Ja, wir haben den Pokal sicher. Wenn wir jetzt noch gewinnen. Ich hoffe so sehr, dass wir gewinnen. Sonst habe ich alles umsonst gemacht. Ist so. So, komm. Och, der Fetzer, ey. Das ist ein spannendes Match. Da bin ich mir sicher. Das wird so spannend, Frudis. Leck mich, Alter! Oh Gott. Jetzt schon kein Tor hin. So, bam, Alter. Ich bin so was von angepisst. Alter, ich bin ganz gespannt und nervös gerade. Muss ich einfach so zugeben. Oh Gott. Mit Tor kann ich, glaube ich, viel besser spielen als mit DK. Ist einfach so. So, bam, Alter. Oh, geil, Junge! So, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Mann, ich liebe dich, Donkey, ey. Stabiles Tor. So, bam, Alter. Och, leck mich, Alter. Okay, was ist jetzt los? Och, verpiss dich, ey. Alter, verpiss dich mal. Verpiss dich. Verpisst euch. So. Asachbi. Och, Wasabi auf die Eier. Nee, gibt's nicht. Nicht wirklich. So, wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, deswegen versuchen wir jetzt noch ein Tor zu schießen, um noch sicherer zu gehen. Wir können halt jetzt erstmal noch nicht verlieren, nicht wirklich. Gut, wenn die noch ein Tor schießen und dann noch ein Tor schießen, aber das ist erstmal eine Sache. Die müssen erstmal ein Tor schießen. Ne? Um Gleichstand zu holen. Also das ist erstmal eine sichere Seite. Bevor die kein Tor haben und das Spiel nicht mehr wirklich lang dauert, haben die wirklich keine Chance. Nope, jetzt haben die keine Chance mehr, glaube ich. Ja, die können immer noch eine Chance haben, ist klar. Oh, ich bin mir sicher, dass sie noch eine Chance haben werden. Könnte immer noch eine Chance sein, weil es gibt ja noch Golden Goal. Ne? Und ihr kennt ja auch, dass ich auch mal Glück hatte und dass ich in der letzten Sekunde ungefähr ein Tor geschossen habe erst.
So, bam. Aber ich habe 2-0. Das heißt, wir haben gewonnen. Perfekt, Torwart. Ich liebe dich. I love you, baby. Ah, oh, dickes Kamerad. Wieso ist ein dickes Kamerad und nicht Torwart? Ich würde den so gerne, dass er jetzt ein Tor geschossen hat. Aber bei Mario Strikers gab es ja so eine Erweiterung, dass man mehrere, glaube ich, nehmen konnte. Ja, man konnte mehrere nehmen. Mehrere Kameraden. Und es gab sehr geile Fähigkeiten. Die hatten auch selber Fähigkeiten noch. Das werde ich auch auf jeden Fall let's playen. Das ist so ein geiles Spiel, ey. Das sind beide so geile Spiele, muss man einfach so sagen. Und geil, wir haben gewonnen. Ich bin so froh, wenn ein neues Smash Football oder so rauskommt. Für die Wii U. Da wäre ich so... Da würde ich so ausrasten, Freunde. Ich würde das so ausrasten. Ich schwör's euch. Ich würde das so fucking nochmal ausrasten. Da bin ich mir so sicher, dass ich da ausrasten werde. So. DK hat 2 Tore. Wir haben eigentlich sicher gewonnen. Wir können gar nicht mehr verlieren. So. Ne, wobei Mario könnte uns noch überholen. Wenn wir jetzt verlieren würden. Wir müssen jetzt einfach nur ein Golden Goal machen. Ne? So, Daisy, du geile Sau, Alter. Oh, ich möchte den Arsch bängen, du Fotze. So, Punkt 18, jetzt 7 nur. Also, denkt ihr, wär's jetzt was oder was? Oder was? Was los, Digga? Der Sternpokal ist aber schon ziemlich lang, oder? Finde ich. Aber der geht so schnell vorbei, das glaubt ihr gar nicht. So, Daisy kommt in den Kampf. Und Donkey Kong kommt in den Kampf. Bruder, du schaffst es schon. Wir glauben an dich, Donkey. So, Donkey, gewinn, ey. Gewinn für uns, Brudi. Ich glaube... Wow, das war ein knappes Tor. Das wäre ein knappes Tor gewesen. Oh Gott. Das war so richtig knapp. Damn! Du kriegst keinen Schuss hin. Ihr Bitches. So, bam! Geh nur weg. Lauf mich nicht, du mega Spassi. So, jetzt mal zu DK passen und... Nee, nicht zu DK, das war zu Tort. Traumpass aber. Perfekt, Brudi. Ziemlich geil. Und wo schießt der Torwart denn hin? Dieser Lappen. Oh, bam! Aufpassen. Aufpassen vor Daisy. Er steht immer noch 0-0, also das ist schon spannend. Gut. Es müsste eigentlich schon längst ein Tor gefallen sein, sonst... Wären die ja nicht so gut! Fuck you, Bitch! Wie viel Pech habe ich? Pech! Fuck! So, komm, Bruder. Ich will es... LOL, gleich ein Gegentreffer, Alter. Ich liebe euch dafür, Alter. Ich liebe dich, Tort, dafür. Ich liebe dich so sehr, ey, dafür. What the fuck, das war nicht mal... What the fuck, das war erst Halbzeit, also... Ja, Anstoß und dann gleich ein Tor. Das ist ziemlich geil und awesome. So schön, ey. Leck mich, du Hoden. Fick dich. Das war schön faulen, die Leute. Solange die voll Items haben. Sollte man nicht so gut faulen wie möglich. So, du hast Sachbi. Ach komm. Ach Gott. Wasabi mit Salami. Ach, leck mich, Alter. Leck mich am Hoden. Ach nee. Bam, Alter. Oh, wir haben zum Glück aufgehalten. Jetzt gibt's Golden Goal. Wenn wir einen Golden Goal haben, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir sicher gewonnen. Stimmt. Wenn wir einen Golden Goal haben, dann haben wir sicher gewonnen. Aber ich will trotzdem ein Tor schießen, weil ich einen perfekten Durchlauf haben will. Das wäre ziemlich geil. Könnte ich euch endlich mal beweisen, dass ich nicht so ein Snoop bin. Ein richtiger Noob bin. Gut, wenn wir noch Golden Goal und noch Tor schießen, dann ist es... Nein! Och, gut. So. Komm, Bruder. Ich will ein Tor schießen, bevor es Golden Goal ist, dass sie keinen Punkt mehr bekommt. Weil das kriege ich nicht mehr hin, aber... Ein Golden Goal kriege ich noch hin. Perfekt. Golden Goal. Wir haben gewonnen. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen. Was schaffen? Was laber ich da? Wir müssen jetzt einfach nur das hinter uns bringen. Jetzt muss erstmal noch jemand ein Tor schießen. Ich will aber unbedingt gewinnen. Ich will ein perfektes Spiel haben. Ist so. Das war das erste Golden Goal in diesem Pokal, ne? So, bam! Du kriegst natürlich keinen Traumschuss hin. Traumschuss kriegt keiner hin, Brudis. So, komm. Ach, nee.
Das ist so geil, Alter. Es gibt immer nur... Es gibt immer einen Konter. Es gibt immer einen Konter. Keiner kommt zum Schuss. Das finde ich geil an diesem Spiel. Manchmal gibt es sowas, solche Momente. Ihr kennt euch bestimmt nicht aus, aber... Ich weiß es nicht. Was laber ich da für eine Scheiße? Es gab jetzt nur so viele Konterversuche schon. Bam! Keiner kommt zum Schuss. Ich schwör's euch. Keiner kommt zum richtigen Schuss. Außer die jetzt. Jetzt kamen die wieder zum Schuss. Und wir auch. Aber es wird einfach kein Tor. Es wird einfach kein Tor. Es ist einfach nur so geil. Das ist so ein spannender Moment und Herzinfarkt-Moment. Gut, es geht jetzt nicht mehr auf das Spiel an, sondern einfach nur um die perfekte Runde. Dass ich die perfekte Runde habe. Und nicht mehr auf die Punktzahl, dass ich den Pokal gewinne. Den Pokal haben wir jetzt sicher. Das ist ja das Geile daran. Dafür bin ich auch froh, dass es wirklich das geschafft haben und fick dich, ey. Gut. Perfekte Runde will ich schaffen. Perfekter Pokal. Leck mich doch wohl. Ach gut, verpiss dich. Verpiss dich, hab ich gesagt. Verpiss dich. So, schieß erstmal. Bam. Oh Gott, ist das spannend, Alter. Oh, man muss sich so konzentrieren. Ich glaub das gar nicht. Leck mich, du Huden. Nein. Hier kein... Oh, das war knapp. Ich schwör's euch, das war das knappeste Tor. Das muss man einfach so sagen. Das wäre fast ein Tor gewesen. Das hätte ich denen auch gegönnt. Hätte ich ihr gegönnt. Wenn es ein Tor wäre. Aber zum Glück haben wir es dann noch ausgewehrt. Und zum Glück war es auch kein Tor. Also was willst du machen? Och, leck mich. Oder die war ja blöd. Die hätte jetzt schon längst ein Tor schießen können. Die auch. So, das ist so spannend, Freunde. Kann doch nicht sein. So, bam. So, bam. Bam. Oh, das war richtig. Das war auch richtig knapp. What the fuck? Das war ja richtig knapp, Alter. Das wäre ja fast ins Ziel gekommen. Alter, das ist so spannend gerade. Ich schwör's euch, das ist so spannend gerade. Ach Gott, ist das spannend, Alter. So, Gott. Oh, geil, wir haben gewonnen. Ah, oh, eine perfekte Runde. Alter, ich liebe dich, Donkey Kong. Alter, ich wünschte, ich könnte dich küssen jetzt, Alter. Donkey Kong, du bist geil, Alter. Danke, Bruder. Wir haben den Sternpokal gewonnen, aber wir hätten ihn sowieso sicher gewonnen, aber jetzt haben wir perfekt ihn gewonnen. Ja, wir haben ihn perfekt gewonnen. Und das ist ja darauf, was es ankommt. Das macht wenigstens meinen Fail bei Blumenkopf-Pokal wieder gut, hoffe ich mal. So, ich sehe sowieso nur diesen Pokal. Mehr seht ihr eigentlich da gar nicht. Also ist ja nicht wirklich jetzt was Gutes, ne? Gut, Blumenpokal habe ich jetzt verkackt, kann ich nichts dafür. Naja. 21 Punkte, 7 Siege. Jawohl. So, Geschichte Pokalsiege 2. Donkey Kong Profi, Platz 1. Alter, wie kann ich mit Robo-Einsteiger Platz 2 erreichen? Das geht doch gar nicht. Einsteiger sind ziemlich schlecht, müsst ihr bedenken. Profi ist schon schwieriger. Und es macht auch mehr Spaß, gegen die zu spielen. Einsteiger macht es überhaupt keinen Spaß, weil die schwach sind. So, im nächsten Part sehen wir dann den Bowser-Pokal. Platz 1 bis 4 erreichen das K.O.-System. Ah, das ist nicht mal so schlecht. Das ist wieder Sternpokal, bloß noch mit Erweiterung, mit den zwei K.O.-Runden. Wenn man einmal verliert, ist man draußen. Das ist ja das ziemlich Geile an diesem Pokal. Und wir machen ihn im nächsten Part. Wenn ich den einmal verkacken sollte, dann müsste ich diese Aufnahme nochmal neu machen. Das ist ja das ziemlich Scheißeste dran. Weil wir zwei K.O.-Runden dann ausgesetzt haben. Also da will ich bestimmt nicht verkacken. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part im Bowser-Pokal. Haut rein, Leute. Ciao!